Ich bin Claudia Engelmann, die Projektkoordinatorin und habe heute selber zwei Sessions angeboten und würde jetzt gerne erstmal was zu der ersten sagen. Zur Fortbildungssession, die habe ich mit dem Jörg Eisfeld-Reschke zusammen angeboten. Es war sehr spannend, wenngleich wir zwei unterschiedliche Zielsetzungen verfolgten. Der Jörg ist eher auf dem Schiff eine einjährige Fortbildungsveranstaltung anzubieten für den Bereich E-Partizipation, was einerseits Thema der Session gewesen ist. Und mir ging es darum, die Fortbildungsveranstaltung für die lokalen Akteure in den Mittelpunkt zu rücken. Und ich denke, dass Jörg schon was gesagt hat zu seinem Schwerpunkt. Deswegen würde ich mich jetzt gerne auf meinen Teil konzentrieren und würde ganz kurz sagen, was hängen geblieben ist jetzt bei mir und was ich mitnehme auf dem Weg der Entwicklung der Fortbildungsveranstaltung. Klar ist offensichtlich, dass es einen großen Bedarf gibt, die Tools kennenzulernen, mit denen E-Partizipationssachen gemacht werden können und auch Praxisprojekte, weswegen wir angedacht haben, eine zweitägige Fortbildungsveranstaltung für die Akteure zu machen, die dann auch Teil des Projekts sein werden. Dabei ist es wichtig, dass wir zwischen diesen beiden Tagen, die stattfinden, auch nochmal eine Pause, also eine längere Pause machen von 4 Wochen, damit das, was am ersten Tag, der eher ein theoretischer Input sein sollte zum Thema E-Partizipationsmöglichkeiten, zum Kennenlernen der Tools, dass dann die Zeit ist, das auch sacken zu lassen und selbst mal auszuprobieren. Und am zweiten Tag das dann noch quasi nochmal reflektieren, was hängen geblieben ist, und die Barcamp-Methode dann auch nochmal aufarbeiten, um die Jugendlichen und jungen Erwachsenen in den beteiligten Einrichtungen mitzunehmen. Ein Diskussionspunkt war noch gewesen, wo ich noch keine Lösung zu gefunden habe, dass nicht nur die Jugendkulturzentren und Medienkompetenzzentren, die Pädagogen und Pädagoginnen Teil dieser Fortbildung, also Nutznießerin dieser Fortbildung sein sollten, sondern auch andere lokale Akteure der kulturellen Bildung und aus Schule. Inwieweit das umsetzbar ist und ob es für jeden Bezirk möglich sein wird, eine eigene Fortbildungsveranstaltung zu machen, um dann die Akteure, die Netzwerkakteure dort auch mit einzubinden, das ist noch offen, aber die Frage wird sich im weiteren Verlauf klären. Das als Zusammenfassung für den Teil, den ich in der Session beitragen konnte und zu der Diskussion, die wir dort geführt haben.